Vater, wir sind als Christen immer noch hier und Jesus Christus ist noch nicht wiedergekommen. Und durch uns gibst du immer noch dieser Welt eine Chance, Jesus anzunehmen, bevor er kommt, um seine Gemeinde mit sich zu nehmen. Und Vater, gebrauche uns, Zeichen und Wunder hervorzubringen, um dein Wort hervorzubringen in dieser Stadt und in dieser Welt. In dem Namen Jesus beten wir. Amen. Also, das Buch der Offenbarung, Kapitel 2. And we are on these seven churches. Und wir sind dabei, uns die sieben Gemeinden anzuschauen. And we're gonna go forward. Und wir werden vorwärts gehen. Tonight and talk about revival. Und wir werden heute Abend auch Erweckung ansprechen. It says in verse 1. Im Vers 1 da heißt's: Unto the angel or unto the messenger or unto the pastor we have learned. Dem Engel oder dem Botschafter oder dem Boten oder wie wir auch gelehrt haben, dass es Pastor heißen kann. We found out that that word angel can be translated messenger. Weil dieses Wort Engel auch als Bote übersetzt werden kann. And so we know that because there's correction coming, angels don't need to be corrected. Und weil wir wissen, dass Korrektur kommt, deshalb wissen wir, dass es sich hier nicht um einen wirklichen Engel handelt, weil Engel nicht korrigiert werden müssen. Some of these churches correction came both to the people in the church, the congregation and the pastors. Und bei einigen der Gemeinden hier ist Korrektur gekommen und zwar für Gemeindemitglieder, aber auch für die Pastoren der Gemeinden. The local church is precious. Die Ortsgemeinde ist kostbar. And the pastors are precious. Und auch die Pastoren sind kostbar. And remember, Jesus called them a golden candlestick. Und erinnert euch, Jesus selbst hat sie als goldene Leuchter bezeichnet. Referring to how valuable the local church is. Um damit auszudrücken, wie kostbar und wertvoll die Ortsgemeinden sind. So it says, under the angel of the church of Ephesus. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. This was the first of the seven that are mentioned in these two chapters. Das war also die erste der sieben, die erwähnt werden. These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand. Das sagt der, die sieben Sterne in seiner rechten hält. Seven stars is also a reference to the pastors. Also diese sieben Sterne sind Bezüge auf die Pastoren. Of the seven churches. Der sieben Gemeinden. Who walketh in the midst? Jesus is the church inspector. Der inmitten von ihnen wandelt. Er ist also der, der die Gemeinden untersucht. Well, it's his church. He builds his church. Nun, es ist ja auch seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde. How's his church doing? Er schaut sich an, wie es um die Gemeinde steht. Who walketh in the midst of the seven golden candlesticks? Candlesticks, they're referring to these seven churches. Der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt und diese sieben goldenen Leuchter beziehen sich auf die sieben Gemeinden. And he says to the church at Ephesus, I know your works. Und er sagt also dieser Gemeinde in Ephesus, ich kenne deine Werke. I know your labor. Ich kenne deine Mühen. I know your patience. Und dein standhaftes Ausharren. And how thou canst not bear them which are evil. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. So Jesus said, I know that there were evil ones that had come into the church. Und Jesus sagte, ich weiß, dass da Böses ist, was in die Gemeinde reingekommen ist. Do evil people ever try to come into the church and do evil things? The answer is yes. Und versuchen üble Leute in die Gemeinde reinzukommen, um Unheil anzurichten? Die Antwort ist ja. Not everybody that comes into the local church wants to hear from God. Denn nicht jeder, der in die Ortsgemeinde kommt, will wirklich von Gott hören. Literally, we've had to carry people out before. Buchstäblich war es schon so gewesen, dass wir Leute aus der Gemeinde raustragen mussten. They were only there to disrupt the service. They didn't want deliverance. They didn't want to hear the word. Weil sie zu nichts anderem da waren,
in der Gemeinde. Sie wollten keine Befreiung, sie wollten das Wort nicht hören, sie wollten nur Zerstörung bringen. Most people are not that way, but every once in a while you have situations. That's why we got Brother Joe in the back. Die meisten Leute sind zwar nicht so, aber hier und da kann es vorkommen, dass solche Leute auftauchen. Und für solche Fälle ist es so, dass wir Leute wie Bruder Joe hier haben. And sometimes people come in here with the wrong spirits and they don't want to be delivered. Und manchmal kommen Leute hier rein mit falschen Geistern und die wollen keine Befreiung haben. And that spirit cannot take what we have to give. Und dieser Geist kann eben nicht das nehmen, was wir zu geben haben. You understand? Versteht ihr? And thou hast tried them which say they are apostles, so there were those that had come in to the church at Ephesus that said that they too were apostles. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und es war also offensichtlich so, dass Leute aufkamen, die sagten, sie seien auch Apostel wie die anderen. And are not. Und sie sind es nicht. And hast found them liars. Und hast sie als Lügner erkannt. Can you see who's talking here? Könnt ihr hier sehen, wer hier und wie hier jemand spricht? Jesus to the pastor of the church at Ephesus. Jesus redet hier zum Pastor der Gemeinde in Ephesus. Call the false apostles liars. Und called the? He called them liars. Ach so, und er nannte sie Lügner. If you're not preaching the word, you're preaching a lie. Wenn du nicht das Wort predigst, verkündest du Lügen. If you're trying to mislead people with teaching that is contrary to the word of God, it's a lie. Wenn du versuchst, Menschen in die Irre zu führen mit Lehre, die Gottes Wort gegenteilig ist, dann verkündest du Lügen. Have we ever had that happen here? Ist es jemals schon hier passiert? Well, they didn't come in calling themselves apostles, but they tried to spread things out through the church. Nun, es waren zwar noch keine Leute da, die behaupteten, sie seien Apostel, aber es waren andere, die versucht haben, in der Gemeinde üble Sachen zu verbreiten. We warned them twice. Und wir haben dann zweimal eine Warnung ausgesprochen. And the third time we kicked them out. Und beim dritten Mal haben wir diese Person entfernen müssen. Because they kept giving information to new believers that were here. Weil, that's not okay. Weil Information verteilt wurde unter Gemeindemitglieder und das war definitiv nicht okay. You understand? Versteht ihr? There is a protection that's important. Das ist wirklich Schutz auch, der wichtig ist. Physical protection, soulical protection. Physische und seelische Beschützung. And hast borne and hast patience. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. And for my name's sake hast labored. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet. So the work that they were doing was in the name of Jesus. Und das Werk, was sie taten, war also in dem Namen Jesus. And hast not fainted. You guys didn't quit. You didn't give up. Und bist nicht müde geworden, also ihr seid nicht zusammengebrochen, ihr habt nicht aufgegeben. Somebody say amen in Germany. Sag mal jemand Amen hier in Deutschland. Nevertheless, aber I have somewhat against thee. Ich habe gegen dich. Well, these were all the foundational things that the church got started with, the church had gone through. Nun, das waren all diese fundamentalen Dinge, durch die die Gemeinde gegangen ist und mit denen sie gestartet wurde. But now they've been in existence long enough, they made it through all of these things. Aber jetzt sind sie mittlerweile schon lange genug in Existenz und sind bereits durch all diese Dinge durchgegangen. They were still standing. Sie sind immer noch gestanden. But now the church has gone to an extreme another way. Aber jetzt ist die Gemeinde auf eine andere Art und Weise in ein Extrem gekommen. Now they come to the point they're just going through the motions. Jetzt haben sie den Zustand eingenommen, dass sie einfach nur so durch den Alltag lebten. They're coming to church because they have to instead of they want to. Sie kamen nur noch zur Gemeinde, weil sie mussten und nicht mehr, weil sie wollten. They're singing because it's the thing to do. Sie singen nur, weil es halt so dran ist. Okay, praise and worship time. Let's stand and sing. Jetzt ist Lobpreis und Anbetungszeit. Lass uns aufstehen und mitsingen. Okay, it's Bible learning time. Okay, jetzt ist Bibelschulzeit, Zeit fürs Wortstudium. Also pack die Notizblätter aus. But the heart
had been lost. Aber das Herz von all dem ist verloren gegangen. For why they were coming together, it was just going through the motions. Davon, warum sie wirklich da waren, und das Ganze ist verwandelt worden, einfach nur in bloße Gewohnheit. And I think this is something that we all need to be aware of. Und das ist es, was ich denke, wo wir alle wirklich Bewusstsein haben sollten. Preachers can go through that. Prediger können da durchgehen. Teachers can go through that. Lehrer können da durchgehen. You can go through that, laying hands on the sick. Du kannst da durchgehen beim Handauflegen für die Kranken. You know, you can get to where in your Christian life you're just going through the motions. Du kannst dahin kommen in deinem christlichen Leben, dass du einfach nur alles aus purer Gewohnheit tust. But it's not coming out of fellowship and out of relationship with the Father. Eben nicht mehr aus der Beziehung und Gemeinschaft mit dem Vater, die wirklich lebt. You know, it's the same with a marriage. Wusstet ihr, dass das Gleiche auch mit einer Ehe ist? You have found that love. Du hast diese Liebe gefunden. You're flowing in that love. Und du strömst in dieser Liebe. And God wants you to keep the fire hot. Und Gott möchte, dass das Feuer heiß gehalten wird. Well, how do you keep the fire hot? Und wie schafft man es, das Feuer am Brennen zu halten? You keep doing the stuff you were doing when you found each other. Du machst einfach mit den Dingen weiter, die du getan hast, als man sich gefunden hat. That's what drew you together in the first place. Denn das ist es ja auch gewesen, was am Anfang die Leute zusammengezogen hat. You understand? Versteht ihr? And that's where the work comes in to keep your heart in the right place. Und da ist es, wo das Wort herkommt, reinkommt, um dein Herz am richtigen Fleck zu bewahren. It's the same way with our walk with the Lord. Und genau so ist es auch mit unserem Wandel mit dem Herrn. You know, that's why Sunday when we finished. Und wisst ihr, deshalb ist es so, am Sonntag, wenn wir zum Ende kommen, we just took some time to go back to some very simple worship songs. So war es jetzt auch am Sonntag gewesen, da haben wir uns Zeit genommen für ein paar ganz, ganz einfache Anbetungslieder. Those songs for me, aber diese Lieder für mich were some of the simplest songs in my life. Also diese Lieder waren für mich eine der einfachsten Lieder in meinem Leben. Aber für mich persönlich war es so, really? Dass diese Lieder mich selbst dahin zurückbrachten und zurück mit hinnahmen, als ich selbst wirklich Feuer fing für den Herrn. And when I could hear you guys singing, which I could, some of you. Und als ich hören konnte, wie ihr singt, oder wie ich selber einige von euch zumindest hören konnte, wie ihr gesungen habt, it sounded like some of you were singing some of those songs in German, even though I was singing them in English. Da hat sich so angehört, als wenn einige von euch die Lieder auf Deutsch singen, während ich aber die Lieder in Englisch singe. And you know, sometimes you just got to go back to the basics. Und wisst ihr, manchmal muss man so eben zu den Grundlagen zurückkehren. Of remembering when you got saved. Und auch an die Erinnerung daran, wann und wie man errettet wurde. How many of you remember that day you got saved? Wie viele von euch erinnern sich an den Tag, wo jemand errettet wurde? Remember when you got baptized with the Holy Ghost and spoke in tongues the first time? My goodness. Oder erinnert euch an den Moment, wo ihr die Taufe im Heiligen Geist empfangen habt und zum ersten Mal in neuen Zungen gesprochen habt. Meine Güte. Remembering when you first got the revelation. Oder it was God's will for you to be healed. Oder erinnert euch an den Moment, wo ihr diese Offenbarung empfangen habt, dass es der Wille Gottes ist für euch, dass ihr geheilt seid. Remembering when you are so hungry for the word of God. Und ihr erinnert euch, wo ihr so hungrig nach Gott und seinem Wort seid, that your Bible was your first priority. Dass die Bibel eure erste Priorität ist. And you came to church and man, you said, I tell you, I'm there to hear from God. Und ihr seid zur Gemeinde gekommen oder du bist zur Gemeinde gegangen mit dem Bestreben und dem Herzenswunsch, wirklich von Gott zu hören, you're aus seinem Wort. You're so on fire for God. Und wo du so feurig für Gott bist, that everywhere you went, you just beamed and people looked at you like, whoa. Dass egal wo du hinkamst, du hast gestrahlt und die Leute haben dich angeschaut. Do you understand? Versteht ihr? Living inside out.
von innen nach außen leben. And that's why the word talks about times of refreshing. Und das ist auch der Grund dafür, dass das Wort von Zeiten der Erfrischung spricht. We regularly need those times of refreshing. Wir brauchen regelmäßig solche Zeiten der Erfrischung. In the presence of the Lord. In der Gegenwart des Herrn. Revival is an issue that brings that. Und Erweckung ist eine Sache, die das mit sich bringt. You see, revival it not only will produce harvest. Erweckung wird nicht nur Ernte produzieren. But it also produces a fire in the church. Sondern wird auch in der Gemeinde ein Feuer erwecken. You understand? Versteht ihr? And this is why, you know, tonight as we prayed for Bishop Ed. Tonight as we prayed for Bishop Ed. Bishop Ed. I'm Bishop. Praise God. Could be Sheriff Ed. I'm thinking about Bishop Stefan too. He's on with us tonight too. Und so wie wir heute Abend für Sheriff Ed gebetet haben und nebenbei bemerkt, ich denke auch an Bischof Stefan, der mit zugeschaltet ist. But you know, in the States right now, with the lawlessness that is trying to manifest itself. Und in den Staaten, wo jetzt gerade so eine Gesetzlosigkeit sich wirklich entfesselt hat. The word says, das Wort sagt, that where sin abounds, dass da, wo die Sünde die Oberhand gewonnen hat, grace doth much more. Da wird die Gnade umso mächtiger werden. So I am expecting, also ich erwarte, a big explosive move of God. Eine gigantische, explosive Bewegung Gottes. It's like one pastor the other day that met with President Trump. Es ist so wie ein Pastor, der sich neulich mit Präsident Trump getroffen hat. And he just had a meeting with two great pastors in the States. It was on television. Und er wonderful hatte, men of God. Er hatte erst ein Treffen mit zwei wirklich wunderbaren bekannten Pastoren im Fernsehen. But and one of them was a black pastor. Einer von ihnen war ein schwarzer Pastor. And man, the power of God came on him. Und die Kraft Gottes kam so kraftvoll auf ihn. By the unction of the Holy Ghost as he was speaking with our president. Und er fing an zu sprechen durch diese Eingebung des Heiligen Geistes, als er anfing mit Präsident Trump zu reden. You gotta watch it, Brother Joe. Brother Joe, du musst dir das auch anschauen. Oh, were you excited about it? My goodness. And he said, if there's one thing that we must have in our nation, it is a fear of God again. Und dieser Pastor, der traf sozusagen voll ins Schwarze, indem er sagte, was wir hier in unserer Nation dringendst wieder brauchen, ist eine echte Furcht des Herrn. You know, there has to be a respect for righteousness. Es muss Respekt da sein für Gerechtigkeit. And for respect for authority. Und Respekt vor Autoritäten. And for a respect for the word of God. Und Respekt vor Gottes Wort. You understand? Versteht ihr? And revival und Erweckung will bring things in the right order. Wird Dinge in die richtige Ordnung bringen. It brings a wake up. Es wird ein Aufwachen bringen. Something that has gone asleep all of a sudden comes awake. Etwas, was eingeschlafen war, schläfrig wurde, wird ganz plötzlich wieder hellwach. And it will take an area that is full of sin. Und es wird einen Bereich nehmen, der voller Sünde ist. And when revival comes. Und wenn Erweckung wirklich kommt, it will knock that stronghold out. Wird es diesen Bereich, wo die Festung wirklich stark geworden ist, wirklich rausschlagen. And it will leave a very strong manifestation of the word of God and the power of God. Und wird eine äußerst starke Manifestation des Wortes und der Kraft Gottes hinterlassen. And this is what happened. Und das ist es, was geschehen ist. In Ephesus. Hier in Ephesus. This church started with a revival. Denn diese Gemeinde hatte gestartet mit Erweckung. It started with a mighty move of God. Sie hatte ihren Ursprung in einer mächtigen Bewegung Gottes. So let's go to Acts 19. Und lass uns damit mal in Apostelgeschichte 19 reingehen.
So revival is what Jesus is saying is come back to your first love. Was Jesus hier sagt und was mit Erweckung auch verbunden ist, ist, dass man zurück zur ersten Liebe kehren soll. Come back to what got you started in the first place. Komm zurück zu dem, womit Gott oder womit du mit Gott angefangen hast. Jesus was saying to the pastor, Jesus was saying to this church, remember the days of revival? Und Jesus sagte hier zu dem Pastor und seiner ganzen Gemeinde, erinnert ihr euch an die anfänglichen Tage der Erweckung? Remember when the people in the church were so in love with me? Erinnert euch, wo die Leute in der Gemeinde wirklich so in Liebe mir gegenüber waren? That's all they could think about. Dass das alles war, woran sie noch dachten. That's all they could talk about. Dass das alles war, wovon sie redeten. All they could dream about. Alles, wovon sie träumten. It was Jesus, 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 fill the city with Jesus. Es war nur Jesus, 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 dass die gesamte Stadt mit Jesus erfüllt wird. Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus when the sun goes down, Jesus. Jesus zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen, am Morgen, am Mittag und am Abend. Man, I can see Sheriff Ed jumping right now. Ich kann jetzt sehen, wie Sheriff Ed wirklich springt vor Begeisterung. Look here. In verse 1. Schaut euch das jetzt hier an. In Vers Acts 19. 1. This is what Jesus is saying. Come back to this. Das ist es, was Jesus sagt, und er ruft sie auf, dahin zurückzukommen. Come back to your foundation and go forward. Kommt zurück zum Fundament, zu der Grundlage, und damit geht vorwärts. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus. And finding certain disciples. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam und als er einige Jünger fand. Well, these were disciples of John the Baptist. Nun, das waren Jünger von Johannes dem Täufer. Ephesus is in the region of Turkey. Und Ephesus befindet sich in dem Gebiet der Türkei. This city was a city full of idolatry to the worship of the goddess Diana. Diese Stadt war voller Götzendienst und speziell ausgerichtet auf die Anbetung der Göttin Diana. There was a big temple there. In fact, there's remains of this temple there today. Es war ein riesiger Tempel dort. Und es sind heute noch Überreste dieses einstigen Tempels zu finden. Wenn man zu dieser Stadt kam, konnte man wirklich feiern und diese Anbetung vollziehen. And then many people that tourists that came into that city, they would buy idols. Und viele Leute, die als Touristen in die Stadt kamen, sie kauften dann diese Götzenfiguren. They would buy these figures of the goddess Diana and they would take them home so they could remember the time that they had had. Diese Götzenfiguren kauften sie um sich zu erinnern an die Zeit dort mit Göttin Diana. Wenn sie wieder nach Hause kamen. And they were expensive. They were made of precious metal. Und die waren teuer und sie waren auch aus kostbaren Metallen gefertigt. So it says in verse 2. In Vers 2 heißt es dann. He said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believed? Er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Well, what Paul's question was to them, he was thinking that they were already Christians. Nun, was Paulus hier sagte oder dachte, sie waren ja bereits Christen. That they were already born again. Dass sie von neuem geboren waren. So, after somebody's born again, the next question is, Are you baptized with the Holy Spirit? Do you speak in tongues? Und die Frage ist bei jemandem, nachdem er von neuem geboren worden ist, also gläubig geworden ist, ob er dann auch die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat und in neuen Zungen redet. That ought to be our second question. Das sollte unsere zweite Frage sein. Okay, are you born again? Okay, bist du von neuem geboren? Yeah, I'm born again. Ja, ich bin von neuem geboren. Have you received the baptism of the Holy Spirit? Do you speak with other tongues? Hast du die Taufe im Heiligen Geist empfangen und sprichst du in neuen Zungen? And they said unto him. Und sie aber antworteten ihm.
Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. So sinngemäß, was ist denn überhaupt der Heilige Geist? You know, we got to take time to explain what this baptism of Holy Spirit is. Und wisst ihr, wir müssen uns auch Zeit dafür nehmen, zu erklären, was der Heilige Geist und die Taufe im Heiligen Geist überhaupt ist. Praise God, you're born again. Are you baptized with the Holy Spirit? Do you speak in tongues? Why do you need this? Seid ihr von neuem geboren? Habt ihr die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Sprecht ihr im Geist? Und warum braucht ihr das? Let me explain to you this witnessing power, this dynamite power, this speaking in tongues ability. Lasst es mich euch erklären, diese Fähigkeit, in neuen Zungen zu sprechen, indem man die Kraft Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes dadurch empfängt. And he said unto them, und er sprach zu ihnen, unto what then were you baptized? And they said unto John's baptism. Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten auf die Taufe des Johannes. But remember when John baptized people. Aber erinnert euch, als Johannes Leute taufte, the baptism was to turn from the system of Judaism. Da war die Taufe bezogen darauf, dass man sich abwendet vom System des Judaismus. Because remember, they had gotten out of the way. Denn erinnert euch, sie sind ja vom Weg weggegangen. They were missing the whole point of the law, the feasts, the sacrifices. Sie haben den ganzen Punkt der Feste und der Opfer, die Bestandteil des Gesetzes waren, total verpasst. And had left the flow of faith for a flow of works. Und haben den Strom des Glaubens verlassen für einen Fluss von lauter Werken. And John said, repent. Und Johannes sagte ihnen also, tut Buße. Repent. Kehrt um davon. Come back to the foundation of what the purpose of the law was for, and that's to point toward the redemptive work of Jesus. Kommt zurück zu dem ursprünglichen, zu der echten Bedeutung und Zweck des Gesetzes, was alles hindeutete auf das Erlösungswerk des Herrn Jesus. Then said Paul, John truly baptized with the baptism of repentance. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. Und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. When they heard this, als sie das hörten, they were baptized. Ließen sie sich taufen. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? These guys got baptized twice. Sie sind also sozusagen doppelt getauft worden. They got baptized by John the Baptist. Sie sind getauft worden von Johannes dem Täufer. And their statement was, und ihre Aussage war, we're gonna follow Jesus. Wir werden Jesus folgen. Well, now Jesus has come. Jesus ist gekommen. And John explains that. Und Johannes erklärt das. Hey, I mean Paul explains that Jesus has come. He's died. Beziehungsweise Paulus hat das jetzt erklärt, weil Jesus gekommen war und für sie gestorben ist. He's resurrected. Und er ist auch auferstanden. Now we are born again. Und jetzt sind wir von neuem geboren. And so he baptized them again. Und so hat er sie wieder getauft. And this time they knew why they were getting baptized in water. Und diesmal wussten sie dann auch, warum sie in Wasser getauft wurden. You know, just the fact that they were baptized by John the Baptist. Wisst ihr, nur die Tatsache, dass sie von Johannes dem Täufer getauft waren. It reveals their heart. Das legt ihr Herz frei. It was a strong statement if you were baptized by John the Baptist. Denn es war bereits eine richtig starke Aussage, wenn man sich von Johannes dem Täufer taufen ließ. So think about this. Also denk mal drüber nach. Paul by the leading of the Holy Spirit was led to these 12 men. Paulus wurde durch den Heiligen Geist geleitet
zu diesen 12 Männern. They were seeking God. Sie suchten Gott. They wanted to get born again. Sie wollten von neuem geboren werden. They were looking for this relationship with God through Jesus. Sie suchten nach dieser Beziehung mit Gott durch Jesus. You understand? Versteht ihr? There's a lot of people out there that are waiting on you. Das sind viele Leute da draußen, die auf dich warten. Tell your neighbor, there's a lot of people out there waiting on you. Sag mal deinem Nachbarn, es gibt da draußen viele Leute, die auf dich warten. They don't know what it is, but they're seeking. They're looking for God. Die wissen nicht, was es ist, aber sie suchen im Kern nach Gott. And we have the Holy Ghost finder in us. Und wir haben den Heiligen Geist Sucher oder die Antenne, den Sensor in uns. So church, don't wait for the next Monday night when we go out for an hour and a half. Also Gemeinde, wartet nicht für den nächsten Montag, wo wir vielleicht wieder eineinhalb oder zwei Stunden rausgehen. But remember, every day, sondern erinnert euch, jeden Tag, if you got your Holy Ghost antenna up, wenn du deine Heilig-Geist-Antenne wirklich bereit hast, God can lead you across people's paths every single day. Dann kann Gott dich jeden einzelnen Tag über den Weg bestimmter Leute bringen. Halleluja. He knows where they're at. Denn er weiß ja, wo sie sich befinden. He knows where they're ready. Und er weiß, wo sie schon bereit sind. You know, just like the other night when we were witnessing together as groups. So wie neulich abends, wo wir in der Gruppe Zeugnis gaben. There was one man that just walked by down in the park. Da war ein Mann, der lief im Park einfach vorbei. And it just jumped. Und dann ist es in mir so hochgesprungen. You guys know what I'm talking about. Ihr wisst, was ich meine. And so we stopped him. Und so haben wir ihn angehalten. He said, "Well, I'm a Muslim, but my wife is a Christian." Und er sagte, ich bin ein Muslim, aber meine Ehefrau ist eine Christin. I thought, that's interesting. Something going on here. Ich dachte mir, das ist ja jetzt mal interessant. Hier ist ja offensichtlich was am Laufen. And so we took an opportunity to share with him. Und so haben wir die Möglichkeit beim Schopf gepackt und haben ihm das Evangelium mitgeteilt. And then when we got done, und als wir fertig waren, which, I don't know, maybe 5 minutes or so of time, vielleicht waren das 5 Minuten Zeit oder so, he said, "Sir," he said, "I want you to know something." Da sagte er dann auf einmal, Mister oder Herr sowieso, ich möchte, dass du weißt. He said, 3 hours ago, I got off the telephone with my wife's mother. Er sagte, vor 3 Stunden bin ich erst vom Telefon weggekommen mit der Mutter meiner Ehefrau. And you know, she's one of those Christians that's really, she's really got a lot of enthusiasm for God. Und weißt du, sie ist eine Christin, die ist eine von den Christen, die so viel Enthusiasmus für Gott hat. He didn't quite know how to put it into words, but I knew what he was talking about. Er wusste nicht so recht, wie er das beschreiben soll, was er erlebte mit ihr, aber ich wusste augenblicklich, was er meinte. And she said, "I want you to know, I'm praying for you. I'm praying for you." He told me very loud. He said, "I want you to know." She told me. She said, "I want you to know. I'm praying for you." Und er sagte mir dann ganz laut und eindrücklich: "Ich möchte, dass du weißt, dass sie mir gesagt hat, dass sie für mich betet." Isn't that right, Helen? You were there. Ja. And of course, we heard Nigel's testimony. Und klar haben wir auch das Zeugnis von Nigel gehört. But think about that church. Aber denk mal drüber nach, that's Gemeinde. 2 hours. Das sind 2 Stunden. What if that happened every day for 2 hours? Was ist, wenn das jeden Tag 2 Stunden passieren würde? This is how we can build this church. So bauen wir die Gemeinde. If we just keep our antennas up. Wenn wir unsere Antennen wirklich auf Empfang halten würden. And focus on lost people. Und uns fokussieren würden auf verlorene Menschen. Sometimes we waste our time. Manchmal verschwenden wir unsere Zeit. You understand? Versteht ihr? On Christians that just float around. An Christen, die nur rumspringen wollen. And there's a bunch of them in Germany. Es gibt einen Haufen von Christen, die nur so Springer sind, die rumhüpfen von einer Sache zur anderen. They just float around from church to church, no commitment. Die einfach nur von Gemeinde zu Gemeinde hüpfen und nirgends wirklich verbindlich dazugehören und hingegeben sind. Come in here, they can talk the language. Sie kommen her und können die Sprache reden. They're excited. Sie sind begeistert. But no commitment. Aber keine Verbindlichkeit. And you cannot build a church with people like that. Und mit solchen Leuten kann man keine Gemeinde bauen. And people like that will never go forward and fulfill what God told them to do. Und solche Leute werden auch niemals vorwärts gehen und das vollenden, wozu Gott sie berufen hat. Es wird mit solchen Leuten
es wird bei solchen Leuten nie sich erfüllen können. Es ist wie eine Droge. Where can I get my next fix? Wo man nur drüber nachdenkt, wo ich meinen nächsten Schuss mir verpassen kann. Live that way. Und viele Christen leben so. But that's not reality. Aber das ist nicht die Realität. Reality is, where does God want you to commit? Realität schaut so aus, dass Gott möchte, dass du dich verbindlich hingibst. And those are the kind of people, und das sind die Art von Leuten, that God uses. Die Gott gebraucht. The ones that go forward, regardless. Diejenigen, die vorwärts gehen, egal was auch sonst ist. They're not just here to have a good time. Wir sind nicht nur hier, um einfach eine gute Zeit zu haben. Come to church to have a good time. Um zur Gemeinde zu kommen, um eine gute Zeit zu erleben. Sing to the Lord so I can have a good time. Und wir singen dem Herrn, um eine gute Zeit zu erleben. Praise God for a good time. Preis sei Gott für eine gute Zeit. But you understand, there's more to it than just having a good time. Versteht ihr, da steckt aber mehr dahinter als nur eine gute Zeit zu haben. Es steckt auch there's viel Arbeit dahinter. Of God work. Es ist Königreichsarbeit. And kingdom of God work is a good time. Und Königreich Gottes Arbeit ist eine gute Zeit. Rudolf had a good time today. Rudolf hatte heute eine gute Zeit. Thank God he fixed the mouse holes in the church. Gott sei Dank hat er in der Gemeinde die Mäuselöcher zugestopft. And I know Emma's happy. Und ich weiß, dass Emma sich freut. He said it was a big mouse, Emma. Denn Emma, er sagte, es war eine große Maus. That was important. God's building getting chewed up by a mouse. We need to get rid of the hole, man. Das war wichtig, denn wir wollten es nicht länger zulassen, dass durch ein Mauseloch andauernd Zugang ist, dass die ganze Gemeinde zusammengefressen wird. The other night I was preaching. It was during the Daniel and end times. There was something running up here. Und neulich abends, das war noch während der Lehrserie über Daniel und Endzeiten, da ist hier über mir ständig was hin und her gerannt. It was really big, Emma. Das war wirklich groß, Emma. Yeah. Yeah. But see, Jesus, remember what he said. He said, I know your work. I know your labor. Seht ihr, they just come together and have a good time. Jesus sagt, we're working. Ich kenne eure Werke und damit sagte er, ich weiß, was es bedeutet und was alles bei euch ist. Es war nicht nur immer nur eine Zeit, wo man Gutes erleben wollte, sondern es war wirklich Arbeit. Could you imagine you're going to work? Und könnt ihr euch vorstellen, in die Arbeit zu gehen? And telling your boss, und du sagst dort deinem Chef, I'm just here to have a good time. Ich bin hier, um einfach nur eine gute Zeit zu haben. Just here to have a good time. Einfach mal nur eine gute Zeit zu haben. That's not enough. Das reicht nicht. Just to come and have a good time. Zur Arbeit zu kommen und einfach nur eine gute Zeit zu haben. But I tell you what, there's a lot of people that way. Aber ich sage euch was, es gibt leider sehr viele Leute, die so denken und die müssen dringend mal wirklich aufwachen. And I have to tell you straight. Und ich muss es euch direkt sagen. As a whole, im Gesamten, I've seen more uncommitted people, Christians in this nation than any nation I've ever been to. Habe ich mehr unverbindliche Leute, so Hüpfertypen erlebt hier in dieser Nation als irgendwo sonst in irgendeinem Teil der Erde. And I've seen more disrespect in this nation for the local church than any other nation I've been to. Und ich habe mehr Respektlosigkeit gegenüber der Ortsgemeinde erlebt hier in dieser Nation als in einer sonstigen Nation der Erde. Und das ist die Wahrheit. I've lived here long enough to say that. Und ich denke, ich bin jetzt mittlerweile ich bin mittlerweile lange genug wohnhaft hier, um das wirklich sagen zu können. And I preached in 20 nations now. Und ich habe mittlerweile in 20 Nationen gepredigt. And I pray, und ich bete, that there can be a wake up here, dass hier ein Aufwachen stattfindet. In this nation, in dieser Nation. Among the body of Christ. Im Leib Christi. You understand? Versteht ihr? It's not just going to a stadium of 20,000 people and having a good time. Es ist eben nicht so, dass man einfach nur mal eben in ein Stadion geht, wo 20.000 Leute sich versammeln, damit alle mal eine gute Zeit zusammen haben.
You know, I went to Bible school in Tulsa or in Broken Arrow, right outside of Tulsa. Und ich bin in die Bibelschule gegangen in Broken Arrow und das war in der Nähe von Tulsa. There's probably at least 100 good churches in that whole region. Und dort in der Region sind wenigstens 100 gute Gemeinden in der gesamten Region. And they're all doing good. Und ihnen allen geht's gut. Why? Warum denn? Because they're not just there to have a good time. Weil sie eben nicht nur einfach dort sind, um eine gute Zeit zu haben. And you could, if you wanted to, you know, you could wake up every morning. Okay, pick a church. Okay, we're going here this Sunday. Und man könnte das dort durchaus machen. Man könnte jeden Morgen aufwachen oder jedes Wochenende und sich irgendeine x-beliebige Gemeinde raussuchen, an die man dann an dem spezifischen Tag dann and einfach hingeht. Sunday, and the next Sunday, und dann den nächsten Sonntag wieder eine und so weiter, jede Woche eine andere. But you could never have so many successful churches with that kind of commitment. Aber mit so einer Art Hingebung kann man nie derartig erfolgreiche Gemeinden haben. You understand? Versteht ihr? And this is the thing that needs to change here in this nation. Und das ist die Sache, die sich hier in dieser Nation dringend verändern muss. Think about if all the Christians in this nation would get committed somewhere. Denk mal drüber nach, wie würde es ausschauen, dass alle Christen hier in diesem Land irgendwo wirklich verbindlich dazugehören würden. What could happen? Was könnte damit passieren? If all those people would come together and work together. Wenn all diese Leute zusammenkommen würden und wirklich echt zusammenarbeiten würden. Put their würden. Anointings together, their talents together, their money together, their prayer together. Think about what could happen here. Denk mal drüber nach, was hier passieren könnte und passieren würde, wenn all diese Leute, die verbindlich zusammenkommen, indem sie ihre Salbungen zusammenbringen, ihre Talente, ihre Kapazitäten, ihr Geld, ihre Kraft, ihre Zeit, was könnte damit entstehen? You understand? Versteht ihr? But the thing is, that happens many times. People come in here, you talk to them a little bit about their background, that are Christians. Well, I was here, and I was here, and I was here, and I was here, and then it's like, okay, we'll see. Und so ist es hier. Wenn man sich mit Leuten hier unterhält, dann passiert es des Öfteren, dass man feststellt, dass Leute erzählen, ich war hier, ich war dort, ich war da, ich war überall. Und dann am Ende denkt man sich dann, okay, wir werden sehen, was da rauskommt. Und Gemeinde, deshalb müssen wir uns auf die Verlorenen konzentrieren. We gotta focus on the lost. Wir müssen uns fokussieren auf die Verlorenen. You understand? Versteht ihr? Everybody understand what I'm talking about? Versteht ihr, was ich meine? This when Paul came here, he found 12 men. Als Paulus hierher kam, hat er 12 Männer gefunden. And these 12 men had been baptized by John the Baptist. Und diese 12 sind getauft worden von Johannes dem Täufer. And for him to find them. Und das says er something. Diese Leute überhaupt fand, das ist eine ganz starke Aussage. Paul finds 12 men that have been baptized by John the Baptist. In dieser riesigen Stadt, wo eigentlich überall der Götzendienst war, der auf die Göttin Diana bezogen war, diese Anbetung, dieser Anbetungskult der Göttin Diana. In dieser Stadt hat Paulus mittendrin 12 Männer gefunden, die wirklich gottgläubig waren und die von Johannes getauft waren. You understand? He finds a core group that wants to go forward and do something. Versteht ihr? Er fand hier diese Kerngruppe von Leuten, die wirklich vorwärts gehen wollen und was tun wollen. They had already repented because they were baptized by John the Baptist. Sie haben bereits Buße getan, denn sie haben sich taufen lassen von Johannes dem Täufer. Where they said, we don't want to go this way of works, wo sie klar machten, dass wir diesen Weg der bloßen Werke nicht mehr gehen wollen. We don't believe in our works to be saved. Wir glauben nicht an unsere eigenen Werke, dass wir darin Errettung finden. But we believe in the Redeemer, sondern wir glauben Jesus. An den Erlöser, an Jesus. And then Paul explained to them that Jesus had come, he had died, he had raised from the dead. Und dann erklärt Paulus ihnen, dass Jesus gekommen ist, dass er gestorben ist und auferstanden ist. And it wasn't hard for him to convince them to
be baptized in the name of Jesus. Und es war nicht schwierig für ihn, sie davon zu überzeugen, dass sie in dem Namen Jesus getauft werden sollten. And look how hungry these guys are. Und schaut euch das hier an, wie hungrig sie waren. Immediately after they get baptized in the name of Jesus. Sofort nachdem sie getauft worden sind in dem Namen Jesus. They get baptized in the Holy Ghost. Empfingen sie die Taufe im Heiligen Geist. They're getting the whole load, man. Also hier kann man sehen, dass sie buchstäblich die ganze Ladung bekommen haben. These are hungry men that want all of God in their life. Das waren hungrige Männer, die alles von Gott in ihrem Leben haben wollten. Oh, you get men that are hungry for God and want all of God in their life. You can do something. Wenn man wirklich hungrige Männer findet, die alles von Gott in ihrem Leben haben wollen und wirklich vorwärts gehen wollen und was tun wollen, dann kann man damit wirklich was erreichen. Halleluja. Halleluja. Somebody say something. Sag mal jemand was. Amen. Amen. How many of you ladies are glad for men? Holy Ghost fired. Wie viele von euch Damen sind froh über Männer, die wirklich im Heiligen Geist feurig sind? You want, ladies, you want a man that's going to go for God. Ladies, ihr wollt doch Männer haben, die wirklich mit Gott und für und in ihm vorwärts gehen. I tell you, don't waste your time with some man that doesn't want to go forward with God. Don't waste your time. Ich sag's euch, Damen, verschwendet nicht eure Zeit mit Männern, die nicht vorwärts gehen wollen mit Gott. Don't waste your time with somebody like that. Verschwende nicht deine Zeit mit so jemanden. You know, if you're single. Wenn du Single bist. And you got a man that doesn't want to go forward with God, doesn't want to go forward with the Holy Ghost, doesn't want to go forward with the Word of God. You're single and you're thinking about hooking up with him. You better think again. Wenn du Single bist und du bist irgendwie in Kontakt mit einem Mann, der nicht vorwärts gehen will mit der Taufe im Heiligen Geist, mit Gottes Wort und mit Gott und seinem Werk, und du denkst ernsthaft darüber nach, wirklich eine langfristige Beziehung aufzubauen und einzugehen, dann solltest du besser mal nochmal drüber nachdenken und es gründlichst untersuchen. I'm not saying that if you're married, that's a different situation. Ich spreche jetzt hier nicht über eine Situation, wo man bereits verheiratet ist. That's what happened in the Corinthian church. You had believers with unbelievers. They were already married, and Paul said, "Don't jump the marriage." Und das war ja eine Situation in der korinthischen Gemeinde, wo Paulus sagte, wenn jemand verheiratet ist mit einem Ungläubigen, dann soll man die Ehe nicht einfach so auflösen. And he said, because your testimony can bring them into the family of God. Denn er sagte, das persönliche Leben, das Zeugnis dieses Lebens, kann Menschen zum Herrn bringen. If they are pleased to dwell with you. Wenn sie Wohlgefallen dran haben, auch dabei zu bleiben. You understand? Also im Zusammenleben zu bleiben, versteht ihr? But I'm talking about if you're a single person. Aber was ich jetzt hier gemeint habe, war, wenn man ein Single ist. And you're thinking about hooking up with somebody that's not living for God. Und du denkst darüber nach, dich zusammenzutun mit jemand, der nicht mit Gott lebt. You better think again. Dann solltest du das besser mal noch überdenken. You give, you know, maybe you gave a couple chances or so many chances, but you better not hook up until they're on fire, and you better make sure they're on fire for God and not for you. Und vielleicht hast du ein paar Chancen gegeben und du solltest noch ein paar weitere geben, um wirklich zu überprüfen, was das wirkliche Motiv ist, ob sie mit Gott vorwärts gehen wollen oder nicht, bevor du dich mit dieser Person verbindest. Und wenn du dich verbinden willst, dann stell auch besser klar, dass ihr Motiv ist wirklich für Gott und nicht nur für dich. Sometimes that's why people go to church. Denn manchmal ist das Motiv von Leuten, um in die Gemeinde zu gehen. They don't go to church to find God, they go to church to find a woman. Sie kommen in die Gemeinde nicht, um Gott zu finden, sondern um eine Frau zu finden. Or to find a man. Oder einen Mann zu finden. Find me a man, I'm gonna go to church. Ich will mir einen Mann suchen und deswegen gehe ich in die Gemeinde. It's not enough. Das reicht nicht. You understand? Versteht ihr? It's not enough. Das reicht nicht. I've seen that before. Ich habe das schon gesehen. People totally on fire for God. Wo Menschen wirklich brennend waren für Gott. The Word of God moving in the Holy Ghost. Wo Gottes Wort da war und die Bewegung im Heiligen Geist. And get hooked up with some unbeliever. Und dann in a relationship.
haben sich Leute in einer Beziehung und in eine Gemeinschaft begeben mit Leuten, die eben nicht mit Gott verbunden waren. And slowly the fire goes out. Und ganz langsam ist das Feuer ausgegangen. You say, why did it go out? Man fragt sich, warum ist es denn ausgegangen? Because you compromised. Weil du Kompromisse eingegangen And God bist. Does not bless compromise. Und Gott segnet keine Kompromisse. You understand? Versteht ihr? Very important point. Ganz wichtiger Punkt. These guys were on fire. Diese Leute waren wirklich brennend. Halleluja. Halleluja. These guys were on fire. Diese Leute waren brennend. These 12 men. Diese 12 Männer. They got baptized. Look at this. It says they spoke in tongues and prophesied. Sie sind getauft worden, schaut euch das an. Der Heilige Geist kam auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. So they're born again. Sie sind also von neuem geboren. They're baptized in water. Sie sind im Wasser getauft. They're baptized in the Holy Ghost. Sie sind getauft im Heiligen Geist. They speak in tongues. Sie sprechen in Zungen. And they prophesy. Und sie weissagen. Wow! Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. Something is happening in this devilish town of Ephesus. Hier ist was im Gange in dieser teuflischen Stadt Ephesus. This is a demon-infested city. Das ist eine dämonische Festung gewesen, die ganze Stadt Ephesus. Everything in this city is around this big temple in this worship of this goddess Diana. Denn alles in dieser Stadt war alles drehte sich in dieser Stadt um diesen riesigen Tempel der Göttin Diana und der ganze Götzenkult drehte sich um sie. Alles war eingenommen davon. A naked idol with many breasts. Eine nackte Götzenstatue mit vielen Brüsten. That's who they worshipped. Das ist es, was sie anbeteten. Devilish. Teuflisch. In verse 7. Vers 7. It says, and when Paul had laid his hands on them. Verse 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Verse 6. Vers 5, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und dann Vers 6, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, he did what? Was hat er gemacht? He laid his hands. Er hat seine Hände aufgelegt. I'm going to tell you something right now. Ich sage euch jetzt was. We will lay hands. Wir werden unsere Hände auflegen. We will do what the Bible says to do. Wir werden das tun, was uns die Bibel aufträgt. There are things the Bible says to do, to lay your hands. Es gibt Dinge, die die Bibel sagt, ganz klar sagt, was man zu tun hat. Und dazu gehört auch das Handauflegen. And when Paul had laid his hands upon them. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte. You know, somebody wrote the other day over Facebook. Wisst ihr, neulich hat jemand mal über Facebook geschrieben. Some of you believe in the stronger power of hand sanitizer than you do laying on hands of the sick. Und das, I'm telling you, don't let the devil put that lie in your soul. Und da wurde gesagt, dass man mehr an die Kraft der Desinfektionsmittel glaubt, als an die Kraft der Heilung durch Handauflegung. Und ich sage euch, lasst es nicht zu, dass diese Lüge in eurer Seele wirklich eine Festung einnimmt. You have virus killing power in you. Denn du hast virenabtötende Kraft in dir. And you have Holy Ghost baptizing power in you. Und du hast Heilige Geist, Taufe bringende Kraft in dir. Halleluja. Halleluja. Somebody say something. Sag mal jemand was hier. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them and they spake with tongues and prophesied. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. And all the men. Everybody say all the men. Und all die Männer, und sag das mal, all die Männer. It didn't say women here.
Es ist nicht die Rede von Frauen. I'm not against women. Thank God for women. Ich habe nichts gegen Frauen und Gott sei Dank gibt es Frauen. But I am excited. Aber ich bin begeistert. Because many times it's the women that get on fire before the men. Denn oftmals many ist times. Es leider so gewesen, dass Frauen brennend werden für den Herrn, bevor die Männer es waren. In fact, Lester Sumrall made this statement one time. Tatsächlich hat Lester Sumrall einmal eine Aussage gemacht. He said, if it hadn't been for women throughout the ages, er sagte, wenn es nicht Frauen gegeben hätte durch die Zeitalter hindurch, there probably would not be a local church today. Dann würde es heutzutage höchstwahrscheinlich keine Ortsgemeinde mehr because geben. Many times the women had carried the forefront of the fire. Denn oftmals waren es Frauen, die an der Front des Feuers standen, das weitergegeben wurde. But thank God for men. Aber dank sei Gott für Männer. On fire for God. Die brennend für Gott sind. And men leading the way. Und dass Männer auch wirklich den Weg führen. Leading the way of the word. Den Weg des Wortes führen. Leading the way of prayer. Den Weg des Gebets führen. Leading the way of the presence of the Lord. Die den Weg in der Gegenwart des Herrn führen. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. Come on, honey, let's pray. Komm schon, lass uns beten. Come on, baby, let's pray. Komm schon, Baby, lass uns beten. It ought to be that way. So rum sollte es eigentlich sein. It ought to be the men that stand up and say, our family's going to church. Es sollten die Männer sein, die aufstehen und sagen, unsere Familie wird zur Gemeinde gehen. I can't get off of this. Ich kann da nicht locker lassen. If you're thinking about a man that's not going to lead you in the ways of God and you're single, you better think again. Wenn du eine Frau bist und ernsthaft denkst, mit einem Mann dich zusammenzutun, der nicht mit Gott verbunden ist und nicht in die Gemeinde gehen will, dann solltest du besser wirklich nochmal ernsthaft drüber nachdenken, wo das hinführt. God's got a better man for you. Gott hat nämlich einen besseren Mann für dich. He got somebody that's gonna go forward. Er hat jemanden für dich, der wirklich vorwärts gehen will. And lead your family in the ways of God. That's what God intended in the beginning. Adam was to be a leader. Und er hat einen Mann für dich, der so gemacht war, wie Gott es am Anfang auch in Adam beabsichtigt hatte, dass er ein Führer sein soll, jemand, der wirklich leitet. Und so ein Mann wird die ganze Familie in den Wegen des Herrn auch führen. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. So the church at Ephesus started with 12 men. Die Gemeinde in Ephesus hat also mit 12 Leuten den Start erlebt. Can you imagine when they got home to their wives? Denkt mal drüber nach und stellt euch das vor, wenn diese Männer you know what nach Hause kamen, to us today? Nach Hause kamen und ihren Frauen berichteten. Baby, you remember that time we were down at the river with John the Baptist? Wo sie vielleicht sagen, hey Baby, erinnerst du dich noch an die Zeit, wo wir am Fluss unten waren mit Johannes dem Täufer? Well, today we found the rest of the story. Nun, heute ist es passiert, dass wir den Rest der Geschichte rausgefunden haben. There was this guy, his name's Paul. He came to town. He found us. Da war dieser Mann, der heißt Paulus. Er kam zur Stadt und hat uns gefunden. Think about it. These 12 men, one way or another, they were meeting together. They were friends or associates or something. I don't know, but Paul found these 12 men. Denk mal drüber nach, diese Männer, die irgendwie in Verbindung miteinander standen. Sie waren Freunde, versammelten sich, trafen sich, sie waren in ständiger Gemeinschaft und so hat Paulus sie auch getroffen. It was a men's group. Es war eine Männergruppe. Kind of a John the Baptist men's group or something, I don't know. Es war so wie eine Johannes der Täufer Männergruppe, irgendwas in der Art. Yeah, maybe they're climbing trees together. I don't know. Vielleicht sind sie auch zusammen auf Bäume geklettert. Ich weiß nicht. But they had experienced this baptism by John together. Aber sie haben dieses Tauferlebnis zusammen gehabt bei Johannes dem Täufer. Versteht because ihr? They said it says we all of them had been baptized by John the Baptist. The we here. Weil es hier wirklich ein Wir ist. Sie haben zusammen dieses Erlebnis mit Johannes dem Täufer gehabt. I could imagine when Paul walked into Ephesus and he found these men. Haha, now I know why I'm here. Ich kann mir vorstellen, wie Paulus in die Stadt Ephesus kam und dann diese Männer gefunden hat und ihm auf einmal klar wurde, warum er in diese Stadt gekommen ist. I found the right people to start this church with. Wo ihm auf einmal klar war, dass er die richtigen Leute dafür gefunden hat, mit der er hier eine Gemeinde gründete. Can you see that? Könnt ihr das sehen?
I found these 12 men. Ich habe diese 12 Männer gefunden. He probably wrote that in his newsletter. Er hat das höchstwahrscheinlich, wenn er sowas hatte, auch in seine Newsletter geschrieben. Well, he did. We have a record of it here. Nun, er hat's getan. Wir haben Luke heute noch seinen Bericht darüber. Wir schauen uns ja das an. Luke wrote it down at least, you understand? Und wenigstens Lukas hatte es aufgeschrieben, versteht ihr? You're learning something tonight. Lernt ihr heute was? So, with these 12 men, mit diesen 12 Männern, then verse 8, und dann weiter im Vers 8, then he went down to the local meeting place. Und er ging an den Treffplatz des Ortes. He went to the synagogue. Nämlich die Synagoge. And this was the place that the Jews would come together. Und das war die Örtlichkeit, wo die Juden zusammenkamen. This was their church building. Das war sozusagen ihr. Man könnte sagen, dass das für sie das Gemeindegebäude war. It was the building that they used to learn the law. Es war das Gebäude, wo sie beschlossen, zusammenzukommen, um das Gesetz zu lernen. In fact, synagogue means assembly. Und tatsächlich ist die Wortbedeutung von Synagoge Zusammenkunft. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Church means assembly. Gemeinde bedeutet auch Zusammenkunft. It's not the same Greek word, but has the same meaning. Es ist nicht dasselbe griechische Wort, aber hat dieselbe Bedeutung. The synagogue was the assembly for the Jews. Die Synagoge war der Versammlungsort für die Juden. The church is the assembly for the believers. Und die Gemeinde, Halleluja, ist der Versammlungsort für die Glaubenden. Halleluja. And he went into the synagogue. Und er ging in die Synagoge. And spake boldly. Und trat öffentlich auf. For the space of 3 months. Indem er 3 Monate lang. Wow, he did about the same thing that we just did. Er hat ungefähr das gleiche getan wie das, was wir hier taten. Every night. Jeden Abend. He spake boldly. Führte er Gespräche öffentlich um in For the space of 3 months, 3 Monate lang, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. Und versuchte sie zu überzeugen von dem, was das Reich Gottes betrifft. Why did he focus on kingdom? Warum hat er sich fokussiert auf He's Reich in Gottes? The synagogue. Er ist in der Synagoge. There are also Jewish people there. Das sind auch Juden da. And what are the Jews looking for? Und wonach halten die Juden Ausschau? Kingdom. Nach dem Königreich. Kingdom. Here it is again. Hier ist es wieder, das Königreich. And who's the King of Kings and Lord of Lords that they're looking for? Und wer ist dieser König der Könige und der Herr der Herren, nach dem sie suchen, auf den sie warten? Jesus. Es ist Jesus. And how do we get into the kingdom of God? Und wie kommen wir in das Königreich Gottes rein? John 3, you must be born again. Doch das, was in Johannes 3 geschrieben steht, man muss von neuem geboren werden. Halleluja. Halleluja. And what is the kingdom of God? Und was ist das Königreich Gottes? It's the new creation. It's God in us. Es ist die neue Schöpfung, Gott in uns. Remember, Jesus said, it won't come low here, low there. It'll be in you. Erinnert euch, wie Jesus gesagt hat, dass das Reich Gottes nicht so kommen wird, dass man es beobachten könnte, sondern dass es mitten unter uns ist, dass es in uns hineinkommen wird. Wow. Think about the revelation alone that is in the letter of the book of Ephesians. Denkt mal über die Offenbarung nach, die allein in dem Epheserbrief drin ist. That was their foundation. Das war ihr Fundament. Remember Ephesians 1:3? Erinnert euch Epheser 1 Vers 3? And you've been blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Ihr seid gesegnet mit jedem geistigen Segen an himmlischen Örtern in Christus Jesus. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Und ihm, der fähig ist, weit über die Maßen hinaus zu tun, als wir bitten und denken, durch die Kraft, die in uns wirksam ist. That you being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints. Dass ihr gegründet und gewurzelt seid in Liebe, damit ihr mit allen Heiligen zusammen begreifen könnt. What is the height and the depth? Was die Höhe und die Tiefe ist, and the length and the breadth, und die Länge und die Breite, and to know the love of Christ with all saints, und die Liebe des Christus zu erkennen mit allen Heiligen zusammen.
That the eyes of our understanding be enlightened, that we would know the hope of our calling. Dass die Augen unseres Verständnisses erleuchtet sind, damit wir die Hoffnung unserer Berufung erkennen. And what is the riches of his glory, the inheritance of the saints and light. Und was der Reichtum der Herrlichkeit ist und das Erbe der Heiligen. And what is the greatness of his power to usward who believe according to the working of his mighty power. Oh, I didn't get that so fast. And what is the exceeding greatness of his power? Und was die außerordentliche Kraft ist? To usward who believe? Für uns, die wir glauben. According to the working of his mighty power which he wrought in Christ. Gemäß der Wirksamkeit seiner großen Kraft, die in Christus Jesus gegenwärtig wirksam ist. When he raised him from the dead. These are the things that Paul taught. He taught the new creation. He taught who they were in Christ. Durch die er Jesus aus den Toten auferweckte. Und das ist es, was Paulus predigte und sie lehrte. Er lehrte von dieser Kraft, von dieser neuen Schöpfung in Christus, dieses neue Leben in ihm. And that's all the time we have for tonight. Und das ist die ganze Zeit, die wir für heute Abend haben. So Wednesday we'll continue here. Am Mittwoch werden wir hier fortfahren. With this church. Mit dieser Gemeinde. Halleluja. Halleluja. So burn, church, burn. Also Gemeinde, for God. Sei brennend. Not talking about in the natural. Und ich meine damit nicht im Natürlichen. I have to say that. Das muss ich mal betonen. There were some churches that they lit on fire in the States. Es gab Gemeinden, die in Brand gesetzt wurden in der USA. Our president also said this. Unser Präsident sagte auch Folgendes. Just recently. Erst kürzlich. I think it was yesterday. Und ich denke, es war sogar gestern. He walked on the platform. Er ist auf die Bühne gekommen. And he told every governor. Und er hat jedem einzelnen Gouverneur gesagt. If you don't allow your church to open up, I am overriding you. You have to open the church up now. Er sagte jedem einzelnen Gouverneur, dass die Gemeinden zu öffnen sind und er sagte, er wird diejenigen Gouverneure überstimmen, die dem nicht Folge leisten. He said, you got your alcohol stores open. Er sagte ihnen, ihr habt eure Alkoholläden offen. You got your abortion clinics open. Ihr habt die Abtreibungskliniken offen. But you shut your church down. Aber ihr schließt die Gemeinden. He said, if there's a time we need prayer, it is now. Er sagte, wenn es je eine Zeit war, wo Gebet nötig war, dann ist sie jetzt. That is a wise president. Und das ist ein weiser Präsident. And God honors that. Und Gott ehrt das. Hallelujah. Halleluja. The church is the most essential thing in the land. Die Gemeinde ist das lebensnotwendigste, was es gibt im ganzen Land. It's more important than any other place where you could gather. Es ist wichtiger als irgendein sonstiger Platz oder eine Örtlichkeit, wo man zusammenkommen kann. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute Abend for your wonderful word. Für dein wunderbares Wort. And we thank you for changing lives. Und wir danken dir, dass Leben verändert werden. Father, may we go tonight. Und Vater, vielleicht gehen wir heute Abend with a greater passion for you. Mit oder mögen wir heute Abend mit einer größeren Leidenschaft für dich losziehen. Your word. Deinem Wort, your presence, deiner Gegenwart and to bring people to you. Und dass wir Menschen zu dir führen. Use us, Lord, gebrauche uns, Herr, to bring the lost, um die Verlorenen reinzubringen in your kingdom. Hinein in dein Königreich. Holy Spirit, Heiliger Geist, you know where those 12 men are. Du weißt, wo diese 12 Männer sind. Say that. Sag das mal. I'm not saying necessarily 12 men, but the Holy Spirit knows where the people are. Damit meine ich nicht, dass ihr sagen sollt, ausgerechnet nur 12 Männer, sondern dass der Heilige Geist euch zeigt, wo die für euch vorbereiteten Leute sind. So say that. Sagt das. Holy Spirit, Heiliger Geist, lead me. Führe mich. To go to the right place. Und leite mich, an den richtigen Ort zu gehen. At the right time. Zur richtigen Zeit. With the people. Mit den Leuten, that are ready to receive. Die bereit sind, wirklich zu empfangen. Send me, Holy Spirit. Schicke mich, Heiliger Geist. Halleluja.
Sende mich. Halleluja. Das ist es, was wir beten. Das ist es, was wir beten. In Jesu Namen. Send me. Sende mich. Oh, say it. Send me. Sag das mal. Sende mich. Halleluja. If you're not baptized with the Holy Ghost, wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, and you're with us online right now, und du bist jetzt mit uns online verbunden, I'm gonna pray right now. Ich werde jetzt für dich beten. If you're in the area, wenn du in der Gegend bist, you come here Sunday, dann komm hierher am Sonntag. And I will pray for you here, live. Und dann werde ich hier für dich live beten. If you're in a distance away, wenn du weiter weg irgendwo bist, I'm gonna pray for you right now. Dann werde ich jetzt für dich beten. But I'd rather you come here live. Aber ich würde dich lieber hier live vor Ort haben. And you can stand right here in front of this podium, wo du direkt hier vor dem Podium stehen kannst. And we will pray for you as a church and you will get it. Und wir werden für dich als Gemeinde beten und du wirst es empfangen. Halleluja. Halleluja. So Father, I pray. Vater, ich bete. There would be any right now that's a Christian. Wenn da irgendjemand ist, der ein Christ ist, watching this message, der diese Botschaft sieht. Number one, Nummer eins, if they're not in a church, wenn sie nicht in einer Gemeinde Holy sind, Spirit, you convict them. Heiliger Geist, dann überführ du sie. They will not be able to sleep. Sie werden nicht schlafen können. You are not going to be able to sleep good until you get yourself committed somewhere. Du wirst nicht mehr gut schlafen können. I speak it over you. Du wirst nicht mehr gut schlafen können, bis du dich verbindlich entscheidest, dich irgendwo einzubringen. Das spreche ich über dich. It's time for you to grow up and get committed. Es ist Zeit für dich, dass du erwachsen wirst und wirklich verbindlich hingegeben wirst. We got too much to do for God for you to be wasting time. Wir haben viel zu tun für Gott, dafür, dass du deine Zeit bloß verschwendest. You find you a church. Finde dir also you deine find Gemeinde you a pastor. Und finde heraus, wer dein And Pastor you get ist. Yourself there all the time the doors are open. Und begib dich selbst so oft dorthin, wie die Türen eben offen sind. And you start cleaning toilets or doing something. Get yourself involved. Und fang an, Toiletten sauber zu machen oder was auch immer, aber fang an, dich wirklich verbindlich zu beteiligen. You show honor to what God has established as the most essential thing in the land. Erweise dem gegenüber Ehre, was Gott im ganzen Land als das lebensnotwendigste gegeben hat. And I'm speaking by the Holy Ghost to somebody right now. You need to repent. Und ich spreche jetzt durch die Eingebung des Heiligen Geistes zu jemanden und ich sage dir, tue Buße and get yourself hooked up somewhere. Und begib dich verbindlich irgendwo hin. You are wasting your time. Denn du verschwendest gerade and deine God Zeit. Is giving you another chance und Gott right now. Gibt dir jetzt hiermit eine weitere Chance. But you're coming to the end here. Aber du wirst hier irgendwo zum Ende kommen. Of your chances. Deiner Chancen, die du kriegst. I don't know what that means, but I'm telling you this by the Holy Ghost. Ich weiß nicht, was das konkret bedeutet, aber ich sag dir das durch den Heiligen Geist. God needs you hooked up. Gott braucht dich verbindlich irgendwo dabei. With other people. Mit anderen Leuten zusammen. To go forward. Um vorwärts zu gehen. And to bring in this harvest. Um diese Ernte einzubringen. Halleluja. Halleluja. And I pray. Und ich bete. I pray in the name of Jesus. Ich bete in dem Namen Jesus. For you to wake up. Dass du aufwachst. And God's telling me to tell you that. And Gott, I have to tell you very strong. Gott hat mir gesagt, er hat es mir ganz stark klar gemacht, dass ich dir das sagen soll. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Father, I thank you for victory in that situation. Vater, ich danke dir für Sieg in dieser Situation. I thank you for victory. Ich danke dir für Sieg. And if you're in some relationship, und wenn du in einer Beziehung bist, and it's not clean, und die nicht sauber and ist, I tell you by the Holy Ghost, dann sage ich dir auch jetzt durch den and Heiligen the person Geist, you're with is not going forward with God. Und die Person, mit der du zusammen bist, geht nicht vorwärts mit Gott. You need to rethink this relationship. Dann musst du diese Beziehung wirklich überdenken. Halleluja. Halleluja. What is the most important thing in your life? God or that man or that woman? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Gott oder dieser Mann oder diese Frau? And if he's not number one in their life, und wenn er nicht Nummer eins ist in deinem Leben, and you go forward, und du vorwärts gehst, I promise you later on you will regret that you did. Dann wirst du später, und das verspreche ich dir, wirklich das ganz stark bereuen, dass du diesen Schritt Because weitergegangen the things bist. Of this world that are attracting you right now are going to get very old in the future. Denn die Dinge, die dich jetzt in dieser Welt noch anziehen, werden zukünftig sehr, sehr veraltet sein.
Halleluja. 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 Very strong. Yes. Ganz stark. Halleluja. Ja, Herr. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you for victory. Danke für den Sieg. Thank you for victory. Danke für den Sieg. Thank you for victory. Danke für Lord, den Sieg. We call Germany saved. Herr, wir rufen Deutschland errettet. Come on, church, let's call this nation saved. Kommt schon, Gemeinde, lasst uns diese Nation errettet ausrufen. Father, we call this city saved. Vater, wir rufen auch diese Stadt errettet. We call Germany saved. Wir nennen Deutschland errettet. We call Fürth Deutschland saved. Wir nennen Fürth in Deutschland errettet. Halleluja. Halleluja. Water on all that seed out there. Wasser auf all die ausgestreuten Samen da draußen. We've got a lot of seed out there. Wir haben sehr viel Samen ausgestreut. On that seed and it produces fruit and the fruit remains. Wir sprechen Bewässerung auf die ausgestreuten Samen und diese Frucht wird kommen und bestehen bleiben. Halleluja. 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 I pray right now. Ich bete jetzt. Receive the baptism of the Holy Ghost. Empfang die Taufe im Heiligen Geist. Receive now. Empfange jetzt. Receive now. Empfange in other nations, jetzt. In other lands, receive now. Auch in anderen Nationen, in anderen Ländern, empfange oh, jetzt. Brakasha, And Father, I pray, we pray revival, Lord. We pray revival, Father. Father, wir beten Erweckung. Wir beten Erweckung. In Jesus' name, hallelujah. In dem Namen Jesus rufen wir, dass du Vater was sendest, dass Dinge rauswirft und dass Dinge neu hineingefügt werden. Halleluja. 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 Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Oh, somebody do something in this place. Mach mal jemand was hier. Halleluja. Halleluja. Shakaya, bravo. Korolot bereshne prangban. Yes, Lord. Ja, Herr. Yes, Lord. Ja, Herr. Halleluja. 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 Praise your Father. Wir preisen dich, Vater. My goodness, I could jump off this pulpit tonight. Meine Güte, ich könnte auf dieses Pult springen heute Abend. Thank you, Jesus. Danke, Hallelujah. Jesus. Yes, Lord. Isn't God good? Ist Gott nicht gut? Isn't God good? Ist Gott nicht gut? Hallelujah. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Well, it's giving time.